Heute sind wir mal wieder bei der Tomatenernte. Hier bei der Black Pier, die wieder gewaltig zugelegt hat. Und wahnsinnig große Rispen zutage bringt. Und das sind nun Tomaten der Black Pier. Es ist nur ein Bruchteil, was hier auf dem Strauch wächst. Ich denke, es wird noch viele Tomaten geben. Auf der linken Seite, wo die Journey Prince Tomate ist, habe ich die Black Pier schon abgeschnitten, damit die anderen auch noch eine Chance haben, weiter zu leben. Auch die Spitzen habe ich abgeschnitten. Dann wächst die Pflanze in der Höhe nicht mehr weiter. Aber diese Pflanze schon, wenn man hier schaut oder hier oben schaut, sie bildet dann Geiztriebe aus, die die Spitzen oben ersetzen. Das macht der Gärtner zwar auch, wenn die Spitze von einer normalen Tomaten abbricht, dass man Geiztrieb nach oben zieht. Aber überall, wo die Pflanze gekappt worden ist, wächst den Geiztrieb nach oben. Aber es ist die ertragreichste Pflanze, die ich dieses Jahr habe. Alleine an dieser Rispe hängen zwischen 100 und 150 Tomaten dran. Vom Geschmack her sind sie recht gut. Von der Größe her, wenn sie rot sind, ungefähr wie die Black Cherry. Die Black Cherry ist aber noch ein Tick besser vom Geschmack. Aber wenn ich hier anständig ernte, so alle 2-3 Tage, dann kommt schon was zusammen. Und hier zwischen den beiden Paprikapflanzen, die ich im Topf habe, kommt sie wieder rein mit einem Trieb und blüht immer noch in voller Pracht. Wenn ich die Pflanzen wachsen lassen würde, wie sie möchte, dann ist das Tomatenhaus bald voll. Jetzt brauche ich schon fast eine Fläche zwischen 3 und 4 Quadratmeter. Gott sei Dank spielt sich das meiste draußen ab. Da muss ich nicht allzu viel abschneiden. Aber es ist eine sehr interessante Tomate. Auch hier bei der Journey Prince gibt es was zum Ernten. Auch diese Tomate kommt runter. Woran liegt es, dass dieses Jahr, jetzt speziell diese Pflanze, sehr groß worden ist und extrem viele Tomaten abwirft? Es gibt keine Erklärung, aber schauen wir uns mal die anderen Pflanzen an, die gegenüber sind. Diese Pflanze, die man hier sieht, ist die Harzfeuer. Ich habe sie letztes Jahr zum ersten Mal angebaut und konnte ungefähr zwischen 3 und 4 Tomaten ernten. Dann war die Krankheit schon da, dass die Tomaten die Blätter verloren haben. Und mehr hat es dann immer gebracht. Hier ungefähr an dieser Pflanze, gehen wir ein Stück höher, vielleicht sieht man noch mehrere, hängen jetzt ungefähr 30 Tomaten
dran, was ich noch nie gehabt habe, dass überhaupt so viele Tomaten dran waren. Das ist die Ananastomate. Die habe ich zweitriebig hochgezogen. Ist aber auch im Wachstum oben angekommen. Der erste Trieb hier links daneben habe ich schon zum größten Teil abgeerntet, bis auf ein paar Nachzöglinge. Der zweite Trieb rechts. Da hängen jetzt auch noch mal 5, 6, ungefähr 10 Tomaten dran. Und alle davon werden ziemlich groß. Und diese Rispe gehört zur Journey Prince. Es ist nur eine Rispe von mehreren. Ein Teil wächst unten auf dem Boden weiter. Das kommt daher, weil sie unterdrückt wurde von der Black Pier, die durch das Netz hier rüber gerankt ist. Selbst unterm Dach trägt die Journey Prince dieses Jahr noch Früchte. Und das habe ich bis jetzt noch nicht gehabt. Und natürlich am Boden wachsen die Tomaten der Journey Prince auch. Da ist es wieder vom Vorteil, wenn man ein Bändchengewebe drauf hat. Aber woran liegt's, dass die Tomaten dieses Jahr, die Pflanzen extrem groß wachsen und dass die Pflanzen extrem viele Früchte tragen? Dass die Gurken nicht mehr drin sind, an dem kann es ja nicht liegen. Das hat vielleicht den Vorteil, dass die Kraut- und Braunfäule noch weit weg von den Pflanzen ist. Aber ich habe dieses Jahr was anderes probiert. Das zeige ich euch mal. Und das könnte die Ursache sein. Ich habe zwischen den Pflanzen etwas nach hinten versetzt, jeweils eine Basilikumpflanze angebaut. Die hier ist halt jetzt etwas kleiner, weil sie schon geerntet wurden. Aber hier sieht man es ganz deutlich und diese Pflanze geht auch in die Blüte über. Wenn man ins Tomatenhaus reinkommt, dann riecht man als erstes Basilikum. Und das hält wahrscheinlich schon mehrere Schädlinge ab, hier reinzugehen, als dass man denkt. Ja, selbst die Monstertomate, die Black Pier, hat ihre eigene Basilikumpflanze. Und das, wenn man dann ein bisschen nach oben dreht, führt dazu, dass die Pflanze sich wohlfühlt und extrem viele Früchte trägt. Auch der Paprika fühlt sich wohl dabei und lässt seine Schoten reifen. Es wurde schon sehr viel von dem Paprika geerntet. Was gar nicht so gut funktioniert dieses Jahr, ist die Aubergine. Die Früchte bleiben klein, werden schwarz, werden gar nicht erst weich, sind verkrüppelt. Und das hatte ich die letzten 2 Jahre nicht. Also kommt die Aubergine nächstes Jahr raus aus dem Tomatenhaus ins Freie wieder. Nachdem ich die schlimmsten Blätter der Zucchini, die den Mehltau erwischt haben, abgeschnitten habe und dann noch eine anständige Portion Dünger dazugegeben hat,
fängt sie wieder an, Früchte auszutreiben. Drei kleine Zucchinis hängen dran. Und das war die Pflanze mit dem billigsten Sämereien, wo ich bis jetzt nur eine einzige Frucht ernten konnte. Bei der Pflanze in der mittleren Preisklasse, ja, man sieht es, es sind männliche Blüten dran, es sind weibliche Blüten dran. Es tut sich noch ein bisschen was. Auch sie werde ich noch im Beet stehen lassen, um zu schauen, wie sie sich weiterentwickelt. Hier bei der dritten Pflanze, die teuersten Sämereien, kennt man natürlich, sie bildet weiterhin Blüten aus, männlich und weiblich, und sie trägt ständig neue Früchte. Ich lasse die Früchte allerdings nicht mehr gar so weit reif werden. So, ich denke, mit 20, 25 cm kann man es runter tun. Ja, selbst die gelbe Zucchini trägt noch viele kleine Früchte. Auch hier werde ich schauen, was sich tut. Ich werde natürlich alle Pflanzen, also alle Zucchini-Pflanzen, die ich hier im Beet noch habe, kräftig mit Brennnesseljauche düngen, einmal die Woche. Weil wegschütten müsste ich die Brühe ja sowieso. Im Garten ist kaum noch was drin, wo gedüngt werden muss.